So, meine Lieben, ein bisschen Sarkasmus ist auch darin enthalten. Aber auch Psychologie, tiefe Wahrheit. Also, ich erzähle euch weiter. Wir sind auf der nächsten Seite. Ich werde euch nicht das ganze Buch vorlesen. Aber ich möchte euch ein bisschen näher bringen, wie es diesen Menschen geht, okay? Schnell zücke ich meinen Regenschirm. Ihr wisst ja, er hat einen wolkenlosen Himmel, den man ihm genommen hat. Schnell zücke ich meinen Regenschirm, zum Schutz soll er mir dienen, soll verbergen, was mich kränkt, denn gleich geselle ich mich artig zu den Arbeitsbienen. Das schönste Lächeln setze ich auf, gleich einem Sonnenschein. Meine Tränen sollen ungesehen bleiben und auch meiner ganzen Seele Pein. Man kennt mich ja immer noch strahlend und zu jedem Aprilscherz bereit. Wer will denn schon Mitleid oder gar freiwillig offenbaren? Die eigene Verletzlichkeit. Unter großer Kraftanstrengung ich also funktioniere, mehr labil als beständig und mich frage, warum ich überhaupt noch existiere, nicht zeitweise, sondern ständig. Längst spüre ich keine Freude mehr und die Leere füllt mich völlig aus. Zwischen leblos und müde komme aus dieser Hoffnungslosigkeit nicht raus. Obwohl zur Leistung und zur Disziplin erzogen, meine Arbeit mache ich sogar schlecht. Werde überwiegend Anforderung und Chef, aber vor allem mir nicht mehr gerecht. Also sehr, sehr kritisch gegenüber, wir funktionieren. Also in dem Zustand tickst du nur noch und zwar fast wie man von dir erwartet. Also seine tiefsinnig, seine traurig, was du bist müde oder du denkst zu viel oder mach deine Arbeit, sei diszipliniert, geh weiter, 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 einfach weiter, denk nicht nach drüber. Also man wird sich nicht mehr gerecht und irgendwann, weil es kostet so wahnsinnig viel Kraft, so unfassbar Energie, dem anzulaufen, also dem Ich-Zustand anzulaufen, nicht in der Akzeptanz zu sein, im permanenten Widerstand zu sich und der Welt zu sein, dass das einen derart ermüdet. Ja, man wird lebensmüde. Man erschöpft sich. Völlig und dann erschöpfend bedeutet ja, dass die Leere sich einstellt. Und wenn man sehr leer ist, sehr tief schwingt, ja, dann fühlt man nicht mehr viel. Man ist in der Freudlosigkeit, in der Leere. Ups, wer möchte mir denn da jetzt? Also gut, kann warten. Ja, also und man fängt tatsächlich an, ein Schauspiel zu spielen. Also da fängt die Schizophrenie an, auch dass man sich spaltet. Sich im Sinne von, man muss da draußen funktionieren, aber da drin funktioniert gar nichts mehr. Aber bleibt dran, ich erzähle euch ein bisschen weiter. Es soll ja auch nicht nur erklären, wie der ist, sondern ich möchte euch das Denken beibringen. Um es zu erkennen, bei dir selber und beim anderen, ganz wichtig, Wahrnehmung, Achtsamkeit ist etwas, das helfen kann, okay?